Verpiss dich! Du störst den Empfang. Hey! Ich störe den Empfang. Was guckst du denn da? Fußball in Schwarz-Weiß? Das ist aber einen schlechten Empfang, auch ohne mich. Stehe ich hier schlecht? Ich wollte mich mal umgucken, so ein bisschen. Stehe ich so besser? Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shadow of the Tomb Raider. Ja, wir befinden uns schon wieder am Anfang, falls ihr es gerade gemerkt habt. Denn ich habe das Problem gelöst mit dem, mit diesen Rucklern, mit diesen Mini-Rucklern, die wir hier teilweise haben, die wir vor allem irgendwie im Bereich dieses, dieser Gruft oder dieses Grabes im ersten Gebiet haben. Es kam zwar bisher immer noch kein Patch, also zu dem Stand dieser Aufnahme jetzt gerade ist immer noch kein zweiter Patch da. Aber ich habe mich ein bisschen durch die Foren gewühlt und konnte das Problem durch die Hilfe der Forenmitglieder da lösen. Und ja, es scheint wohl irgendwie ein Problem mit dem Spiel gewesen zu sein. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen getestet, falls es aufgefallen ist. Hier diese Blümchenpflücke-Aufgabe ist jetzt erledigt. Es tut mir leid, dass ich das sozusagen nicht in der Aufnahme gemacht habe. Aber uns haben, glaube ich, nur noch zwei Blumen gefehlt. Und die Blumen hier sind sowieso wieder respawned. Also es ging nicht um die Blume an dieser Stelle. Es ist wahrscheinlich, glaube ich, einfach nur eine Markierung dafür, dass es Blumen in diesem Gebiet zu pflücken gab. Und das habe ich eben gemacht, weil ich eben ein bisschen testen wollte, ob es wieder zu Mini-Rucklern kommt. Deswegen bin ich hier so mit Vollgas durch dieses Gebiet gerannt. Und also in den Tests lief alles gut. Wir werden sehen, ob es auch in der Aufnahme so ist. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal in dieses Grab. Denn ich möchte es dann doch ganz gerne abgeschlossen haben. Denn es gibt ja auch immer entweder tolle Kleidungsstücke oder tolle Fähigkeiten. Und irgendwie muss ich gerade mal den Sound auf meinem Kopfhörer leiser machen. Mir dröhnt sie nämlich gerade die Ohren weg. Meinem Kater auch. Oder ich dröhne meinem Kater die Ohren weg, weil ich ihn hier zusammenbrülle. Weil ich versuche, über die Kopfhörerlautstärke zu kommen. So. Sieht aber gut aus mit den Rucklern bisher. Denke ich. Ich gucke mal ganz kurz in die Aufnahme, ob ich die Aufnahme auch gestartet habe. Das vergesse ich nämlich tatsächlich doch manchmal. Stand er jetzt voll? Nein, das können wir noch pflücken. Juhu. Noch etwas, wo wir nicht überladen sind. Meine Taschenlampe ist schon immer so schlecht. Ja gut, was heißt schlecht? So. Dunkel. Hallo, ich komme in Frieden mal wieder. Vorsichtig. Vorsichtig. Ja, Lara, das musst du mir nicht sagen. Ich steuere dich nicht. Das macht sie ganz von selber. Eieiei, Lara. Ja, diesen Hebel habe ich schon mal gedrückt, weil ich ja schon mal hier drin war. Dann ging einfach nur eine von beiden Türen auf. Also die hier ist noch verschlossen. Ich denke, da kommen wir dann wahrscheinlich wieder raus. Und diese Tür habe ich eben aufgemacht. Alles voll. Verdammt. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, toll. Es ist verdammt dunkel, oder? Uah. Und ziemlich schlammig. Mir mal lieber die Sicht an, wobei mit der Sicht sehen wir ja die Fallen auch nicht. Wohin das wohl führt? Ja, in ein Grab? In eine Gruft? Ha! Falle! Wir haben sie gesehen. Oh je. Ich frag mich wirklich, wann wir das erste Mal von sowas erwischt werden. Au. Oh. Hallo. Jack Fawcett, natürlich. 30. Mai. Heute Morgen haben wir die ausgebleichten Knochen des Dead Horse Camps hinter uns gelassen und unerforschtes Terrain betreten. Wie es scheint, hat sich das Blatt gegen Raleigh gewendet. Sein bandagiertes Bein macht ihm zu schaffen, weshalb er meist das Ende unserer Gruppe bildet. Wenn Vater es bemerkt, verlangsamt er das Tempo und dreht sich um, um uns beiden ein aufmunterndes Lächeln zu schenken. Und doch kann seine vorgebliche Ruhe seine Ungeduld nicht verbergen. Er stürmt jedes Mal voraus, wenn wir uns einer Kurve, einer Anhöhe oder einem Flussufer nähern. Ja, Jack Fawcett haben wir ja jetzt auch schon Story abgeschlossen. Ach, da, wir haben alle Tagebücher von Jack Fawcett gefunden. Ja, wir haben ja auch schon in einem Tagebuch erfahren, dass er ja auch ein Exempel statuiert hat, weil er eben unbedingt weitermachen wollte mit seiner Expedition. Es ist so dunkel. Oder? Es ist voll dunkel. Keshua, das ist eine Gedenkstätte. Möge Urku den Weg von diesem in das nächste Leben aufzeichnen, auf das wir alle in Sicherheit zu reisen vermögen. Ur-
Baku. Das hat sie wunderschön ausgesprochen. Okay, Gedenkstätten. Naja, gut, okay. Gedenkstätten. Oh Gott! Ja, ich bin momentan noch schreckhafter als sonst. Was haben wir denn hier? Ein Sarg, würde ich sagen. Lara, ich habe mich noch nicht ganz erholt. Ich habe manchmal so meine noch schreckhafteren Phasen als sowieso schon. Diejenigen, die mich kennen, wissen das. Manchmal habe ich das. Was haben wir denn? Kleidungsstücke. Das wird toll. Überreste. Abendsterns Stiefel. Tatsächlich. Stiefel mit Federn, die der Sage nach einst von Königinnen... Was? Ich hab's... Keine Ahnung. Lesen wir dann, sobald wir wieder an einem Lager sind. Ja, und was ist hier? Es muss einen Weg hier rausgeben. Ja, wahrscheinlich in die andere Richtung. Andererseits bin ich jetzt neugierig. Okay, hier scheint es tatsächlich rauszugehen. Ich gehe mal ganz kurz zurück, weil da hinten war noch was. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt hier zufällig rauskommen. Es kann auch sein, dass ich jetzt gleich doppelt und dreifach einen Weg gehe. Dann. Oh, verdammt, wir kommen ja gar nicht mehr hoch, oder? Ist schön. Okay, gut, das ist jetzt ungünstig. Na gut, dann gehen wir erstmal hier weiter. Müssen wir ja. Lara kann ja den schlammigen Weg, den sie runtergerutscht ist, nicht wieder hochgehen. Hier haben wir Erz. Hier ist es einfach nur verdammt dunkel. Das ist Wahnsinn. Ja, weiterhacken. Nicht aufhören. Gib es dem Erz. Okay, irgendwie müssen wir ja... Denke ich mal... Oh, hier rauskommen. Nehmen wir doch den Weg. Mit Abgrund. Das muss der Weg nach oben sein. Ja, Lara, vielen Dank für diesen Hinweis. Das hätte ich jetzt auch noch hinbekommen. Ich bin zwar nicht so gut manchmal in Schlussfolgern, manchmal ist es ziemlich katastrophal sogar, aber das hätte ich auch noch hinbekommen. Und so tief ist es gar nicht. Sehr schön, Lara. Du kannst loslassen. Sind wir jetzt wieder da, wo wir angefangen haben? Da, wo wir abgerutscht sind? Ja. Da, wo wir gerade wieder abgerutscht sind. Weil, ja. Weil tollpatschig. Weil, Lara ist tollpatschig. Nicht ich. Ach, ja. Ich wusste nicht, dass wir hier sofort wieder abrutschen können. Ist aber auch blöd gemacht an der Stelle. Immer anderen die Schuld geben. Das ist, dann steht man immer gut da. Nein, natürlich nicht. Natürlich ist das meine Tollpatschigkeit. Denk nicht, dass ich das ernst meine. Ich weiß, dass ich, verpeilt und tollpatschig bin. Ich stehe dazu. So, Lara, kriegen wir das jetzt hin, ohne dass wir nochmal ausrutschen? Das wäre super. Sonst, bin ich doch allmählich geknickt. Gut. Scheiße! Ja, und dann schon wieder diese Flucherei. Was soll denn das hier mit den Fallen momentan? Das ist ja furchtbar und da müssen wir auch irgendwie rüberspringen. Eieiei. Es fängt gut an. So für den Anfang ist das gerade ein bisschen... viel. Ich muss doch erst wieder reinkommen, Lara. Langsam, bitte. Ein Wandgemälde? Ja, ich möchte es gerne angucken. Das beschreibt eine verborgene Kammer in der Nähe. Ja, okay. Also, falls ihr gerade nichts gesehen habt oder nichts seht, so gut wie nichts seht, ich kann euch beruhigen, ich sehe auch so gut wie nichts. Okay, hier sind wir wieder im Ausgang. Ja, das war aber ein sehr kurzes... Zwischenspiel. Grab. Warum hat es dann hier so geruckelt? Was ist hier mit diesem Grab so los? Dass es hier so geruckelt hat? Oh, schön hier so an den aufgespießten Skeletten vorbeidrücken. Ja, Lara hat schon so viel gesehen, die ist eiskalt geworden bei sowas. Und wir auch. So, dann... sind wir hier soweit fertig, bis auf dieses... Hallo. Das hier sind übrigens... Ich weiß den Namen leider alles nicht voll. Mehr unter irgend... Ich kann nicht mehr tragen.
Und in irgendeiner Folge war jemand so nett, die genaue Bezeichnung dieser Tiere, die ich natürlich wieder vergessen habe, weil es ein Name ist, den ich mir absolut nicht merken kann, zählen aber zur Gattung der Meerschweinchen beziehungsweise zur Gattung der Riesenmeerschweinchen. Ich habe mich nämlich auch ein bisschen schlau gemacht. Ich habe tatsächlich, weil ich eben unter einem Video gefragt wurde, was das eigentlich für Viecher sind beziehungsweise dass diese Viecher nicht erkannt wurden. Wie gesagt, da müsst ihr euch nicht für schämen. Ich habe es auch nicht erkannt. Für mich, ich wollte mich tatsächlich nicht lächerlich machen, indem ich sage, sie sehen aus wie Riesenmeerschweinchen. Aber offensichtlich gibt es diese Tiergattung Riesenmeerschweinchen. Und das Lustige ist, die nennt man oder beziehungsweise vermehrt kommen die eben auch in beziehungsweise man nennt sie persische Riesenmeerschweinchen und dann gibt es eben noch diesen genauen Namen, den jemand in die Kommentare geschrieben hat, den ich gerade leider nicht mehr weiß. Einfach nochmal nachgucken. Ich glaube Folge 3, glaube ich, war es. Da müsste der Name drunter stehen. So, dann hatten wir noch das Problem mit dieser blöden Schatztruhe hier. Und ja, auch da war ich ein bisschen neugierig, weil mich das ein bisschen geärgert hat, weil ich einfach wissen wollte, ob das eine Fähigkeit ist, ob ich wieder zu blöd bin, rauszufinden, wie man da unten reinkommt. Nein, es ist keine Fähigkeit, die man lernt. Es ist ein Weg, den man finden muss. Und ich gestehe, ich habe mir grob angeguckt. Ich weiß nur, dass man darüber muss und dass man von da drüben den Weg sieht. Mehr habe ich mir auch nicht angeguckt, aber wir machen das jetzt einfach mal, dann haben wir hier sozusagen das erste Gebiet auch abgeschlossen. Lara! Oh, puh. Ich dachte gerade, sie packt es nicht mehr. Genau, da drüben waren wir ja schon. Okay, du darfst loslassen. Das können wir auch nicht mehr pflücken. Ach! Na, guck mal an, da ist so eine Kletterwand. Aber der Sprung ist ja elendig weit. Schaffen wir das von hier oder müssen wir das vom Seil aus machen? Und vor allem, wo müssen wir denn dann hin? Ist da irgendwo ein Höhleneingang oder so? Okay, wir versuchen es mal. Okay, sie will nicht. Sie wollte gerade partout nicht von da abspringen, aber von hier schaffen wir es doch auch nicht, oder? Springt sie? Nein, sie springt nicht vom Seil. Wir müssen es von hier aus irgendwie schaffen, Lara. Okay. Also manchmal scheint sie sich also... Wobei, können wir uns nicht einfach von da oben rüberlassen? Okay, das... Oh, wir haben es geschafft. Okay, ich glaube nicht, dass es so geplant war, aber... Naja, okay, Lara, wir müssen... Da, dieses... Da können wir uns festhalten, oder? Ja, puh. Ich glaube nicht, dass es so geplant war. Sehr schön. Wir wollen da rein. Er ist geschafft. Ahem. Mit Bravour. Ahem. Ja, nun. Nein, wirklich? Ich brauche hier wieder so einen blöden... verdammten Dietrich. Unsagbare Reichtümer. Wir haben gerade wieder Golderz aufgehoben. Na toll. Percy Fawcett an seine Frau Nina. Liebste Nina, erneut schreibe ich dir unter schwierigen Umständen. Allerdings wären mir die Unmengen Fliegen, Bienen und Käfer, von denen ich zuvor geschrieben habe, all diese stecknadelgroßen, stechenden Schrecken, eine willkommene Qual, nun da ich mich Zähnen und Klauen erwehren musste. Ich habe tapfer gekämpft, aber die Auseinandersetzung verlief nicht zu meinen Gunsten. Ich werde dir die Einzelheiten ersparen, aus Mitgefühl, nicht aus Selbstgefälligkeit. Meine Verletzungen wurden mit Verbänden aus Schafgarbe behandelt und werden verheilen, aber ich spüre eine Infektion in meinem Blut. Wenn du das hier liest, weißt du, dass ich diesen Ort nicht lebend verlassen habe. Ich habe Jack verboten, weiterzugehen. Den jungen Rimmel haben wir bereits vor einigen Wochen verloren. Nina, dieser Ort ist nicht für Menschen geschaffen. Und ich werde dir neben einem Ehemann nicht auch noch einen Sohn nehmen. Ich bin jetzt müde. Jack schläft am Feuer und ich bin mir sicher, wenn er erwacht, werde auch ich eingeschlafen sein. Ich liebe dich, Nina. Gute Nacht, Percy. Oh. Jack ist also der Sohn, Jack Fawcett, aber Jack Fawcett hat ja weitergemacht. No. Das ist bitter. Story abgeschlossen, unbekannte Expedition. Ich dachte vorher schon, dass wir es abgeschlossen hätten, aber okay. Na gut, toll, wir brauchen einen Dietrich. Hervorragend, Lara. Ganz toll. Na, dann sollten wir vielleicht doch endlich mal in das Dorf gehen. Und wie komme ich hier eigentlich wieder raus? Kann ich mich denn hier einfach...
Oh, ja, okay, gut. Können wir uns denn da einfach wieder so hocharbeiten? Offensichtlich, sehr schön. Ich weiß nicht, ob ich diesen Sprung später nochmal schaffe, aber wir gehen jetzt erstmal. Nein, festhalten! Irgendwie kommt sie gerade nicht höher. Ja, so viel dazu. Discounter lässt grüßen. Er wird ja immer noch fleißig weitergeführt, wie ich gesehen habe. Und zumindest zum Stand dieser Aufnahme. Na toll, jetzt. Ich dachte, vielleicht komme ich da oben wieder raus. Aber nein, natürlich lassen Sie mich das hier nochmal machen. Okay, Lara. Es hängt alles an dir. Ja. Ja, aber was soll ich denn machen, wenn sie sich nicht festhält an dieser Wand? Sie will ja nicht. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich mich hier ablasse und dann... Aber das wird ja auch nicht gewollt sein. Oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir hier runtergehen sollen. Nein, hier ist auch Grenze. Wobei das Wasser da unten sieht gar nicht so tief aus, Lara. Das kriegen wir doch hin, oder? Also das... Geräusch? Hört ihr das Geräusch? Hört ihr das? Was ist das? Lara, was ist das? Wir müssen ja trotzdem weiter nach hier oben. Irgendwie... Ach, jetzt. Okay. Also, offensichtlich geht's links nicht. Wir müssen rechts hin. Was war das für ein fieses Geräusch? Okay, wir gehen ins Lager zurück. Wir tun euch nichts. Bitte tut ihr uns auch nichts. Und dann gucken wir mal, was wir da gerade gefunden haben. Abendsterns Stiefel oder so können wir jetzt machen, rein theoretisch. Gucken wir uns mal an. Und dann gehen wir endlich mal zurück in das andere Lager und suchen mal einen Händler auf. Ich glaube, das ist mittlerweile echt nötig. Also, Inventar, Klamotten. So, da könnten wir jetzt rein theoretisch Stiefel machen. Sind Sie sicher, dass Sie Abendsternstiefel herstellen möchten? 2 von denen, 8 von... Ja. Selbstverständlich. Wir haben ja jetzt die Rennen ist leiser, wodurch Lara schwieriger zu entdecken ist. Gewährt zusätzlich Pflanzen- und Mineralherstellungsressourcen aus jeder Quelle. Die sehen ja schon irgendwie cool aus, aber ich weiß nicht. Ich bin mir auch hier tatsächlich nicht sicher. Also gut, hier der Abendsternsumhang macht für uns ohne den Skillpunkt Auge des Adlers keinen Sinn. Aber hier brauchen wir Auge des Adlers ja nicht, oder? Und normalerweise sollten wir uns ja, wenn wir schleichen, sollten wir ja eigentlich lautlos gehen, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich finde die Stiefel schick mit den Federn. Andererseits, wir brauchen eigentlich keine Ressourcen. Wir können ja eh nichts mehr tragen. Dann bleiben wir dabei. Ich guck mal kurz, können wir nochmal Fähigkeiten lernen? Wir haben einen Fähigkeitenpunkt. Da gucken wir erstmal noch. Wenn wir 2 haben, dann macht es, glaube ich, eher wieder Sinn, dass wir gucken. Oh Gott, ich dachte gerade, da sitzt jemand mit einem weißen Umhang irgendwie, aber das ist ja nur dieses Seil, was so abgedeckt ist mit der Flugzeug, keine Ahnung, Plane, Zeugs. Okay, Schnellreise wollten wir ja machen. Schnellreise Richtung, genau, darüber wieder. Kuwakyaku. Ab dahin. Kuwakyaku. Genau. Warum ist denn hier auf einmal so schöne Musik? War hier schon immer so schöne Musik? Hab ich die das letzte Mal einfach verdrängt irgendwie? Toll, jetzt können wir wieder mit allen quatschen, obwohl wir ja schon mit den Leuten gequatscht haben. Ich guck mal ganz kurz. Hier hinten brauchten wir ja auch einen Dietrich. Unsere Aufgabe hier ist irgendwie weg, oder? Wir hatten doch hier, glaube ich, eine Aufgabe. Da ist der Händler. Hier ist eine Krypta, die, keine Ahnung, wahrscheinlich über oben irgendwie zugänglich sein wird. Ansonsten müssten wir die von hier aus ja sehen. Ja, ich sehe ganz viel Nebel da hinten. Dann würde ich fast sagen, wir suchen erstmal einen Händler auf. Mr. Pinky. Ich glaube, Mr. Pinky hatten wir ihn genannt. Wir suchen Mr. Pinky auf. In der Hoffnung, dass er heißen Shit hat. Und zwar am besten Dietriche. Dietriche wird toll.
Hi, Mr. Pinky. Ich hätte gern Dietriche. Du bist gar nicht der Händler. Warum hast du da ein Preisschild? Das ist arglistige Täuschung, ist das. Okay, Mr. Pinky ist also nicht unser Mann. Dann müssen wir weitersuchen. Hallo, wer bist du? Mit Cowboyhut? Neue Gesichter sehe ich immer gern. Ein schönes Gefühl zu wissen, dass unsere Gegend hier nicht vergessen ist. Auch gut für die Kasse, wenn du dir mal ansehen würdest, was wir im Laden so alles verkaufen. Ja, wo ist denn der Laden? Ich dachte, Mr. Pinky wäre der Laden. Aber wenn du auch nicht der Laden bist, hallo. Was stehst du hier so? Irgendwie sind die Häuser ganz cool mit diesen... Also, dass sie so bemalt haben. Was steht da? Servimos Cervejas Frias. Ich habe keine Ahnung. Kann jemand die Sprache und kann mir übersetzen, was das heißt? Selbstbedienung? Ich hätte jetzt nur interpretiert. Okay, hier wird doch irgendwo bestimmt... Avaratos Eduardo. Hier wird doch irgendwo bestimmt ein toller Laden sein für uns, oder? Was steht da? Renventa. Mhm. Was verkauft ihr denn da? Ihr habt auf jeden Fall sehr laute Musik und ihr quatscht alle sehr laut. Das ist auf so einem Markt wahrscheinlich normal. Ich würde gerne näher ranzoomen, um zu sehen, was die hier für tollen Wein haben. Oh, ihr habt auf jeden Fall Kisten im Hinterhof. Mit Materialien, wovon wir mit irgendwas voll sind. Hey, wer bist du denn? Kann ich mit dir reden? Ah, bist du neu hier? Dann red mal mit Abigail. Sie will alle Neuankömmlinge hier sehen. Du meinst Abby? Wir kennen uns. Sie war sehr hilfreich. Ah, so ist unsere Abigail. Immer da, um einen Generator zu reparieren oder einen Streit zu schlichten. Sie ist unsere Bürgermeisterin, inoffizielle Ladenbesitzerin, die Hälfte der Freiwilligen Feuerwehr. Und glaub mir, du willst dich nicht mit ihr prügeln. Ich frage mich, wie sie das alles auf die Visitenkarte kriegt. Okay, dann viel Glück mit allem. Visitenkarte? Was ist eine Visitenkarte? Oder sie hat den Scherz dahinter nicht verstanden, das kann auch sein. Ich habe keine Ahnung. Wo gehen wir denn jetzt hin? Okay, hier gehen wir wieder raus. Hier gehen wir zu Oberriesenwildschweinchen oder keine Ahnung. Der Laden ist in die andere Richtung. Wir haben, glaube ich, die Aufgabe verpasst. Okay, wen haben wir hier? Wie können Sie so fröhlich tratschen, nachdem wir so viel verloren haben? Tut mir leid. Hey, du bist nicht Mariella. Nein, ich... Tut mir leid, dass ich gestört habe. Nein, ich bin nicht Mariella. Ich bin Lara. Wem sagst du das? Abby muss dringend mal eine Pause einlegen. Vergiss es. Nicht nachdem der Sturm so viel Arbeit verursacht hat. Sieh, das klang gerade irgendwie so, als würden die sich über sie lustig machen. Ein Bericht über eine Spukhöhle. Diese Geschichte handelt von einigen umliegenden Höhlen, in denen es angeblich spukt. Unheimliche Laute, die aus den Tiefen der Erde kommen. Niemand, der die Höhlen betreten hat, ist je wieder zurückgekehrt. Merkwürdige Geräusche, irgendetwas zwischen Donnergrollen und Hundegeheul. Und ein rätselhaftes Leuchten. Ja, beruhigend. Wir gehen nicht in die umliegenden Höhlen. Das könnt ihr voll vergessen, dass ich hier in irgendeiner Krypta gehe, wo es spukt. Vergesst es. Du bist neu hier, hm? Tja, hast einen höllischen Sturm verpasst. Ich hatte durchaus auch damit zu tun. Der Wind hat den Dschungel verwüstet. Hat Bäume umgeknickt und ein paar Häuser einstürzen lassen. Es gab Stromausfälle. Das tut mir leid. Und ist ja nicht deine Schuld. Fürs Wetter kann niemand was. Ja, das... höhere Gewalt. Dieser komische Husten, den ich hier habe. Okay, wo ist denn jetzt euer toller Laden hier? Vielleicht sollte ich gelegentlich einfach mal auf die Karte gucken. Okay, hier sollte ich... Hier in die Richtung sollte er sein. Ich gucke aber gerade noch mal kurz hier, was wir so haben. Haben wir mit dir schon geplappert? Hier kommen nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh. Oh. Tja. Du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch.
Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Ja, das stimmt allerdings. Ich wollte gerade sagen, ja, wir nehmen es nur. Ach ja, es tut mir doch leid. Oh, hier steht Öl rum. Hallo, was? Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Es ist... Scheiße. Hey! Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Was ist das? Das ist Omar. Hi, du. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Oh. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Und guckt Fußball. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Haha, ja, da sind wir genau die Richtige für solche Menschen. Aber erstmal, Omar, warum ist er grün markiert? Erstmal, Omar, gucken wir uns hier an, was du hier so hast. Was ist das? Ha, made in USA. New Brunswick, Chicago. Waffen wahrscheinlich. Denke ich mal. Ich kenne die Firma zwar nicht, aber das sieht so aus wie nach Waffenkisten irgendwie. Das ist eine typische Waffenkiste, oder? Ziemlich viele Waffen. Medical Kits. Er bewahrt das wahrscheinlich auch alles zurück, denke ich mal. Bewahrt es zurück, genau. Bewahrt es auf, hält es zurück, so wollte ich sagen. Und verlangt wahrscheinlich noch Geld dafür, dass es rausgibt. Das sind mir die richtigen. Hier hat er wahrscheinlich irgendwelche Blutpakete und was weiß ich nicht. Alles, was die Menschen brauchen hier, verwaltet er. Was guckst du denn da? Du störst den Empfang. Hey! Ich störe den Empfang? Was guckst du denn da? Fußball in Schwarz-Weiß? Das ist aber einen schlechten Empfang, auch ohne mich. Stehe ich hier schlecht? Ich wollte mich mal umgucken, so ein bisschen. Stehe ich so besser? Okay, Omar. Omar? Wer bist du? Suchst du Arbeit? Nein. Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. Ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Was? Banditen sorgen mit Marco sprechen. Warum? Was, Lara, was tun wir denn? Ich dachte, wir heizen dem jetzt ordentlich ein. Für die Aktion. Können wir nochmal mit ihm reden eigentlich? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Ja, okay. Ich muss mit Marco sprechen. Marco ist in der Garage, oder was hat er gesagt? Ist das hier die Garage? Was steht hier? Lubri Centro Ernestos. Ja, ist das die Garage? Heißt hier einer Marco zufällig? Nein? Okay, wo soll ich denn hin? Hier hinten? Das ist ja wieder völlig am Popo der Welt. Wir kümmern uns drum, Victor. Oh, ich habe mir mal einen Namen gemerkt. Einmal bitte im Kalender markieren. Sacrifice hat sich einen Namen gemerkt. Ich weiß, es klingt albern nach allem, was passiert ist, aber ich würde zu Ihrem Geburtstag gerne irgendwas Besonderes machen. Albern? Nicht doch. Das ist eine tolle Idee. Sie hat so viel für diese Stadt getan. Und es wäre gut für die Stimmung. Ich dachte an einen Kuchen. Und wo kriegen wir einen Kuchen her? Wir backen ihn. Okay, das überlasse ich dir. Wie wir hier immer lauschen. Treibstoff für die Zukunft. Ich habe ein wenig nachgeforscht und denke, wir könnten eine eigene Raffinerie bauen. Es wird allerdings große Anstrengungen erfordern und ich kann es nicht allein machen. Wir müssen einen Öltank mit einem Fassungsvermögen von 1000 Litern bauen. Der Rumpf des im Fluss gesunkenen Schiffes wäre dafür vermutlich geeignet. Irgendwelche Freiwilligen für eine Bergungsmission? Wir brauchen ein System, um das Rohöl zu sammeln. Wer will die Leitung der Eimerbrigade übernehmen?
Sobald die Anlage steht, müssten wir Diesel, Kerosin und Benzin herstellen können. Die Menge sollte auf jeden Fall für die Flugzeuge ausreichen und irgendwann vielleicht sogar Profit abwerfen. Eine Theorie über die Ölaufbereitung. Ein Fähigkeitenpunkt, damit hätten wir ja wieder zwei. Hallo, ich möchte mich nochmal umgucken. Hier liegen schöne Sachen rum, Stoff zum Beispiel. Das können wir noch tragen. Nochmal irgendwas zum Lesen. Eine Familiengeschichte. Das scheint Abbys Stammbaum zu sein. Ihre Familie lebt seit Hunderten von Jahren in diesem Dorf. Und wie es aussieht, ist sie mit den meisten Dorfbewohnern irgendwie verwandt. Ist das ein Inzuchtdorf? Das hat sie nicht gesagt. Nicht witzig. Wobei es hier tatsächlich in meiner Gegend, hier wo ich wohne, gibt es auch so ein paar Dörfer, die haben diesen Ruf, weil irgendwie jeder mit jedem verwandt ist. Deswegen bin ich da drauf gekommen. Deswegen entschuldigt. Nicht angegriffen fühlen. Ist ein Ersatz für dich. Falls hier irgendwelche, hier irgendjemand in Dörfern Marco. Lebt, wo alles jeder mit jedem verwandt ist. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du? Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst, sag ihm, ich bin hier. Okay. Banditen sollen zum Stadtrand gehen. Ja, aber... Das ist... Was ist das jetzt, unsere Hauptquest? Aktuelles Einsatzziel? Nebenmission. Wir möchten ja eigentlich die Banditen zum Stadtrand gehen. Flöte in der Dunkelheit? Eins von fünf Todesflöten zerstört? Was waren denn jetzt nochmal die Todesflöten? Banditensorgen. Ja, das hier möchten wir ja eigentlich machen, aber... Nebenmission. Unsere Hauptmission ist ja, glaube ich... Ich habe keine Ahnung. Okay, ich suche aber immer noch einen Händler eigentlich. Bevor wir hier irgendwas machen. Und ich sehe, eigentlich sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich laufe zumindest kurz mit euch zum Händler, damit wir das zumindest mal gemacht haben. Hier drüben konnten wir nicht wirklich was machen. Ach, wir müssen hier rüber. Okay, da oben ist unsere Hauptquest. Wir gehen trotzdem erstmal zum Händler. Ich hoffe, ich löse jetzt nicht unsere Hauptquest damit aus. Weil wir uns da oben nähern. Manche Spiele sind ja dann so, dass die ziemlich früh triggern, sozusagen. Ich hoffe, dass es hierbei nicht so ist. Und dass ich zumindest noch zum Händler kann. Ohne irgendwas auszulösen. Hallo, was macht ihr hier hinten? Nichts. Tratschen. Oh, Entschuldigung. Ja, es tut mir leid. Gehe ich richtig? Ja. So, da vorne rechts. Da ist... Wow. Jonah, hier sind Inka-Ruinen. Aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Nein, 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 nein. Bleib du ruhig bei deiner... Dame. So, dann werde ich an dieser Stelle die Folge beenden. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen, wenn wir dann endlich mal den Händler finden, hoffentlich. Bis dahin. Ciao. Spent shaping the image of the story's end. 24/7, there is no time to rest. We're worrying about who I don't.
It's right, I make them shine. Is it enough not to reveal what they hide? But haven't we got it by now? We humans will never get satisfied. We're